herzlich willkommen zu LOL Staffel 4. Ich bin hier live im Studio und habe ein paar Fragen mitgebracht. Ja, okay, gut. Joko kann nicht da im Control Room versauern. Der muss raus, dieser Mann. Vor allem, wenn er lachen darf. Oh nein, der darf nicht. Joko! Was kann ich tun? Geiler Typ, du bist doch aus dem alten Musik-Televisions-Genre so ein bisschen zumindest. Und du bist jetzt mein Kameramann und ich würde gerne ein paar O-Töne hier sammeln. Fangen wir an mit Max Giermann, ein wahnsinnig talentierter Mann. Ein Mann mit vielen Gesichtern, leider keines davon attraktiv. Max, wie geht es dir heute? Mir geht es ganz gut. Wie geht es dir, wenn ich dir gegenpacke? Oh, Hazel! Ihr seht, hier wird tief gebohrt, aber absolut nichts rauszuholen aus diesem Mann. Max, was sagst du? Mein Finger ist ab. Moment. Das ist so fies, dass Joko ja lachen durfte. Sorry. Ups. Also, Hazel haben wir? Hazel haben wir? Pass auf mich an, Micha, pass auf mich an, pass auf mich an. Okay, krass. Oh. Wie der diese Augen und wie der dann immer aussieht halt, ne? Unseren dritten, wichtigsten und wie ich finde schönsten Gast der heutigen Runde. Freut mich persönlich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Markus Lanz. Oh, krass. Freut mich auch sehr, Markus Lanz, dass ich, Markus Lanz, heute bei Ihnen, Markus Lanz, in der Sendung Markus Lanz sein darf. Markus Lanz. Oh nein, der Meter Lanz. Oh, Markus. Und dann, oh nein. Oh, oh Markus. Oh Gott, oh Gott. Ich würde gerne über Angst reden. Ich habe jetzt beim Arzt einen Check gemacht und dann haben die eine Angst entdeckt, von der ich überhaupt nichts wusste. Das ist die Angst, dass ich von Enten beobachtet werde. Und jetzt ist es so, ich habe ja ein Haus am See. Also alle. Meine Häuser habe ich durch einen dummen Zufall am See gekauft. Jetzt habe ich jemand eingestellt, der, wenn ich jetzt nach Hause komme, dass ich vorher anrufe, dass der Mann vorbeikommt und den Enten die Augen verbindet. Aha. Mm. Oder dass er vorher redet mit denen. Da braucht man natürlich die Entensprache. Weg, weg, weg. Klar. Weg, 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 weg. Klar. Mhm. Wir sind mal alle gefährdet, wenn der anfängt zu reden. Ich habe jetzt neue Sachen erfunden, die wollte ich euch jetzt präsentieren. Also da habe ich zum Beispiel, das ist voll cool, wenn man im Auto hinten in der Mitte sitzt, dann findet man ja ganz oft den Anschnallgurt nicht. Oh nein. Darum habe ich das erfunden. Wenn die Polizei kommt, kann man einfach... Ja. Wo nimmt der diese Ideen her, ne? Und dann habe ich noch was, das ist auch voll cool. Oh, wow, krass. Oh Mann! Froh, dass ich die Melodie vergessen habe inzwischen. Darf ich auch? Mhm. Oh, nein. Alles in Butter bekommt eine völlig neue Bedeutung. Hey, Baby. Come on.
24. Januar. Gestern Abend wäre fast was Schreckliches passiert. Ich schwöre, ich hätte beinahe vergessen, mich abzuschminken. Mm. Aber zum Glück ist mir noch rechtzeitig aufgefallen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Und zu meiner Überraschung sah ich mich mit der Realität konfirmiert. Ich war quasi mein Spiegelbild der Gesellschaft. Jetzt ziehen wir noch mal die Schraube richtig an. Ich brauche bitte Hilfe von euch. Wir brauchen hier ein bisschen Platz in der Mitte. So, und jetzt holen wir noch das Publikum rein, bitte. Bravo, das Publikum haben wir auch hier.